Herzlich willkommen zurück, Leute, zur nächsten Runde Escape from Tarkov. Letztes Mal hatten wir eine kleine Loot-Runde dabei mit einem schönen Weg und so weiter. Jetzt gibt's was anderes, ja. Wir sind zwar wieder da, in der Mall, aber es gibt ein Problem. Und das befindet sich genau in der Mitte. Der ein oder andere kann sich schon denken, an alle Neueinsteiger oder Anfänger, so wie ich gegebenenfalls auch einer bin. Lasst euch überraschen. Wir haben auf eine Art und Weise ein bisschen Glück, aber ist auch sehr gefährlich. Schaut es euch einfach mal an. Viel Spaß. Okay, wie wechsle ich jetzt die Scopes? So, du hast halt, wenn du reinskopst, bist du wahrscheinlich in den großen, ne? Ja. Mit Steuerung, Rechtsklick kannst du hin und her switchen. Oh, das ist sogar, das ist mal innovativ. Das erste Mal, was Gutes sehe. Die hat Einzelfeuer nur. Und genau, die ist nur komplett Singlefeuer, aber die kannst du komplett durchtappen, also so schnell wie du kannst. Die hat, die ist auf komplett Zero Recoil gemoddet. Ja, okay, jetzt habe ich natürlich absolut keine guten Settings für In-Scope. Könnte man schon sehen. Halt noch ach, hier kannst, sind wir. Nur Alt, ja. Rechtsklick machst, kannst du den Modi wechseln von dem Scope. Wie weit der genullt ist da? Nee. Ach, noch näher halt, ranzoomen. Okay. Mal 1 und mal 4 ja, okay. Oder sowas. Ja. Dann hat aber auch dein Red Dot, also das ist halt noch ein bisschen nicht so geil. Leute, stimmt, das ändert meinen Red Dot einfach. Ja, das ist halt. Für einen anderen Red Dot. Dann sneaken wir uns mal langsam vor. Das Problem ist, wenn du hier in der Ecke spawnst, hier wirst du halt mega oft gespawntrappt, weil links von dir einer spawnen kann, rechts von dir kann welche spawnen, da vorne eine Absperrung. Ja, und du hast halt auch nicht so viel Sound. Deckung hier, ist halt sehr leer. Nö, deswegen ist es halt. Echt nicht schön hier, manche Spawns. Wenn man in den Spawns Scope halt dann geht, laggt es ein bisschen, ist normal. Ja, das meine ich, das ist dieses Picture in Picture. Ah, ja klar, hin. Weil er in Scope das Bild lädt und ja. Genau. Wenn ich. Wie halte ich denn meine Waffe wie so ein Gangster? Du meinst so hier? Ja. Mit Alt und W. Warum? Ach so, um blind über Ecken das zu schießen. Halt, genau, wenn du jetzt halt hier so in Deckung bist, kannst du halt deine Waffe hier rüberhalten. Ja, klar. Oder halt rechts rum deine Waffe halt umaimen und dann halt kannst du auch so Granaten werfen. Das okay. Ist halt ganz cool. Also wenn du die Mechaniken drauf hast und aktiv im Kampf nutzen kannst, sind die halt schon echt cool. Ja, ich wollte halt gerade beim Laufen nochmal die Scope wechseln, dann habe ich die Waffe so komisch hochgenommen. Naja, das kann schnell passieren. Und dann gehen wir mal so einen kleinen sneaky Weg in die Mall rein. Wir könnten jetzt auch durch den Haupteingang gehen, aber der Haupteingang bei Oli ist echt nicht schön. Also wir können mal, ich kann dir mal kurz zeigen, warum der nicht schön ist. Wir gehen da mal kurz lang. Bin hinter dir, ja. Ja, wir gehen am besten durch die Garage da. Noch ein bisschen mehr Deckung. Keine Ausdauer mehr. Habe ich auch den Laserpointer, den du hast? Mit T kannst du ihn anmachen. Hier links ist der Haupteingang, oder? Genau, hier ist jetzt der Haupteingang. An sich so ist der noch echt okay. Das Problem ist halt. Ist geradeaus hinten keine Cover. Ja, wenn du halt jetzt hier hochgehst und halt nach links in den Einkaufszentrum laufen willst, da ist halt erstmal so eine Barrikade und da musst du dann erstmal irgendwie drumherum laufen. Ist halt echt nicht schön.
kann aber mal hier nach rechts gehen. Hier war Anfang des Vibes die Hölle immer los. Alle Spieler sind immer hier in den Oli reingerannt. Hier war richtig, eine richtige Kriegszone gewesen. Und hier kannst du mal zum Beispiel auch looten. Ja, ich bin halt immer noch so ein bisschen, dass ich mich dran gewöhne, schnell die Scopes zu wechseln. Also. Ja, das dauert ein bisschen. Weil hier im Oli gibt es halt Nägel, Propangas, Tanks und all so ein Schnodder. Ach, guck mal. Hier ein Schlüssel. Der ist dann seltener da, oder was? Der ist relativ selten. Ich habe noch nicht ein einziges Mal selbst gefunden. Kannst am besten einen Gamma-Container ziehen. Der ist ein bisschen was wert. Also, useful ist der Key nicht wirklich, weil damit kannst du die Kassen hier im Oli aufmachen. Ja, Oli-Kasse. Kann ich öffnen. Genau. Aber der bringt halt ganz gut Geld. Ich glaube so 100.000 oder so. Die haben 100.000 in der Kasse? Krasser Laden. Nee, das ist der Schlüsselwert. Früher, also am Anfang, als Interchange reinkam, da waren die Schlüssel... Hinter uns. Das war nicht auf uns gewesen. Das war weiter im Einkaufszentrum drinne. Geh mal hier rechts rein. Vielleicht so eine kleine Sneaky-Position, wo man halt immer nach hinten reinnehmen kann. Da muss aufpassen, dann bist du sehr exposed. Wie bist du auf das Geländer gekommen? Da einfach aufgesprungen nochmal. Ah, wahrscheinlich, weil ich mehr Stärke gelevelt habe. Du springst höher? Du kannst mal auf mich raufspringen. Gibt's einen Duck-Jump oder was? Einfach nur, nee, einfach noch. Nee, mach, geh ruhig hoch. Also. Ja, das ist auch das, desto mehr Stärke du gelevelt hast, desto höher kannst du springen in dem Spiel. Okay. Das sieht komplett clear aus. Wieder runter. Hier bei den Regalen liegen meistens auch mal ein paar Sachen zum Looten. Hier zum Beispiel ein Wasserfilter, den kannst du mal mitnehmen. Und hier in dem Laden gibt es diesen ganzen Hideout-Gedöns. Hier so ein Schlauch, den du mitnehmen kannst. Ja, okay. Das ist der Supermarkt, also die Mall ja doch relativ... Ein interessantes Level, aber man im Laden selbst ist im Vergleich zu draußen weniger los gewesen. Schüsse? Das war Killer. Was war das? Der Boss? Killer, der Boss. Hat der was gesagt oder was? Nee, das hört man an der Waffe, die ist so ein bisschen buggy. Ich überlege gerade, wie wir am besten gehen. Ich hab eine Idee, komm mit. Die Ausdauer wieder aus. Den kannst du noch mitnehmen. Wo befindet sich der Boss? In welchem Abteil? Der ist immer so recht mittig in der Mall. Da, wo wir die ganzen Rolltreppen vorhin waren. Warum war der letzte Mal nicht da? Der hat immer eine Spawn-Chance von so ca. 33%. Der hat aber guten Stuff, oder was? Der hat eine fette Waffe, der hat die beste Munition für die AK meistens dabei, wenn er die AK hat. Aber den kannst du wahrscheinlich mit einem Sniper nicht one-shotten, ne? Nee. Der hat auch einen Level 6er Helm auf. Also mit Level 6er Face Shield. Deswegen schießt man den meisten mal die Brust kaputt. Oder einfach in die Beine.
Auf wen spekulieren wir jetzt? Wir gucken, wo Killer ist. Über uns links. Ja, waren wir doch gerade. Es wird gerade da geschossen, wo wir waren. Wir nehmen jetzt erstmal auf die erhöhte Ebene. Also wir gehen jetzt mal eine Etage höher. Ja, aber hier kamen so die Schüsse, ja. So, jetzt. Ja, der ist hier tot. Achtung, der ist hier irgendwo. Ich glaube, der muss hier irgendwo sein, oder? So, geschossen wurde er, genau. Oh, komm mal zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Dann geschossen wurde er aus dem Klo raus wahrscheinlich. Ne, ein bisschen verworfen. Ich mach hier die Tür auf, pass auf. Ich steck einmal hier kurz rein. Soweit clear. Er die Schüsse eher links parallel zu uns vermutet. Ich check erstmal hier einmal kurz fix alles. Ja, ich mach die Tür. Kammer, du mal die Tür da. Mach nur um sicher zu gehen. Soll nicht gebacksteppt werden. Kann ich durch die Scheibe durchschießen? Gehe ich mal von aus, ja. Luft anhalten? Mit Alt. Ja, soweit alles clear hier. Dann wird der wahrscheinlich dann auch irgendwo auf dem Klo hocken. Hast du gerade eine Tür aufgemacht? Ja, das war ich gerade. Schade. Also, ja gut, aber... Ich bin neben dir aufgemacht. Tür Steps. Außer deine. Glaube ich. So schwer zu deuten. Kann also hinter mir keiner kommen? Ist da Sackgasse? Also, nee, da ist komplett offen. Also hinter ihr könnt jetzt wieder was kommen. Ich habe aber erstmal grob alles gecheckt. Da sollte erstmal keiner kommen. Die andere Tür ist auf jeden Fall erstmal zu. Spring mal rein. Safe oder sind da noch Türen? So weit. Hier ist ein Einschussloch auf die andere, auf das andere Klo. Ja, ich, also das hier ist komplett safe. Hier an der nächsten, an der Gegentür ist ein Einschuss, kann aber auch Deko sein. Okay. Könnte auch mal eine Nate gewesen sein. Obwohl, nee, macht keinen Sinn. Ich spray mal ein bisschen gegen. Okay, das heißt aber, ich kann hier gerade mal durchsuchen. Er war nicht komplett. Er hat sehr viel Schrott mitgenommen. Also so, obwohl... Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin so gut in dem Spiel. Ich habe viel Schrott mitgenommen. Du hast dein Inventar angeguckt. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich ins Inventory gehe, dass ich nach links gucken muss und nicht nach rechts. Aber links immer mal. Der hat aber auch nichts. Also gar nichts. Achtung, ich mach's einfach die Tür auf. Yep. Mal das gleiche Spiel, ich renne mal direkt rein. Sah clear aus. Ja, ist alles clear. Dann ist er schon weg. Dann war das aber auf jeden Fall. Der hat aber auch eine ganze Menge geballert. Weniger als die Hälfte an Muni in der Waffe. Das war eine Länge. Du hast hier alles durch in den Toilets? Nee, die sind alles safe. Der kann hier nicht drin sein in irgendeiner Tür? Nee. Kannst du nicht aufmachen. Dann würde ich sagen, mal weiter. Wir müssen ja trotzdem auf der Hut sein. Ihr könnt halt hier. Ja, dann ist ja wahrscheinlich. Vielleicht nach oben gegangen sein. Hast du das gehört? Oh, ne, das war deine Tür wahrscheinlich. Oh, meine Tür. Dieser Einrast-Sound kommt viel zu spät. Hier unten ist eine Box unter der Treppe. Darf ich die kurz checken? Jo, kannst du. Die sieht so besonders aus. Iskra.
und ein Bambusrohr gefühlt. Packen wir alles ein. Was sind so Erkennungszeichen, die du benutzt, wenn du deinem Teammate sagen willst, dass du das bist? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nur mal sagen, wo man halt ist. Das setzt natürlich voraus, dass dein Teammate halt auch die Map kennt. Mhm. Wir könnten ja, solange ich die Map nicht kenne, Laserpointer aus- und anmachen. Ja, meistens lege ich den auch einfach mal hin. Ach, dann ist ja der Elektroladen. Sieht soweit clear aus. Wo hätte man die SSD gefunden, die du immer gesucht hast? Das Problem ist, die SSD ist im, ich bin hier im Fenster, ist im Global Loot Table. Das heißt, es ist wieder so ein komplettes Random Item. Das heißt, es kann an jedem Tag spawnen, kann es mit einer sehr, sehr, sehr geringen Spawnrate spawnen. In jeder Skeff-Leiche, in jedem Rucksack, in jeder, eigentlich überall so. Das ist halt das... Da unten ist ein toter Spieler. Wahrscheinlich hat der Killer gefaced. Ein Killer lebt noch? Wahrscheinlich. Also ich habe jetzt keine Killerleiche gesehen, nur die Spielerleiche. Soweit erstmal clear aus. Auf jeden Fall unten wen rumschreien. Ein Skeff? Könnte ein Skeff oder Killer sein. Ich höre nämlich nichts. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal kurz runter, ob wir einen anderen langen Gang Killer sehen von oben aus. Und hoffen, dass wir ihn von hier vielleicht wegsnipen können. Bei Killer ist extrem wichtig, dass du den ersten Schuss machst auf Killer, weil dann ist er immer in so einem Stagger-Modus und kann nicht angreifen. Sobald Killer schießt, hast du im Normalfall verloren. Wenn ich ihn einmal anschieße, ist er kurz benommen, oder was? Genau, dann kannst du ihn halt komplett wegsprayen. Wenn Killer auf dich schießt, am besten irgendwie direkt Deckung hinlegen. Alles hilft. Clear aus. Dann würde ich sagen, gehen wir hinten die Rolltreppe runter gleich und gehen noch mal zum Tech-Laden und zu dem Emma-Com-Laden, also den Medic-Laden. Der Medic-Laden ist immer gut. Und dann gucken wir, ob wir Killer finden, wenn Killer schon tot ist oder nicht da ist. Wie könnte er denn... Achso, okay, weil du das falsch gedeutet hast, okay. Genau, wenn ich es vielleicht falsch gedeutet habe, dann ist vielleicht Killer nicht da. Den Gang hier abnehmen. Gut, du kannst im Vollsprung kannst du einfach halt nach rechts rumlenken dann in der Mitte, wenn du die Rolltreppe runterrennst.
Bist halt du bist schon unten, oder was? Ich bin unten, ja. Und dann bist du wohin? Ist manchmal nach rechts in den Laden rein. Die Rolltreppe. Jetzt habe ich es wieder. Das Umstellen der Scopes macht mich fertig. Kannst auch umbeinen. Ich muss mich halt dann gewöhnen. Das eine ist. Alt ist für die Distanz, Steuerung ist für das Scope. Wo bist du hin? Entschuldigung. Wenn du rauskommst, doppelt rechts. Ja. Offen. Ist noch ein G-Phone, was du noch mitnehmen kannst. Noch ein bisschen Geld. Machen wir hier eben kurz den Emma-Com auf. Mal ganz kurz decken. Ja, welche Richtung am besten? Alle. Ja. Nicht erschrecken, hier ist Metall drin. Das hört sich dann nach Killer an. Ich höre ihn halt wieder nicht, ne? Hier kommt man nur mit Schlüssel rein oder durch die Tür, die wir jetzt gerade geöffnet haben, oder was? Ne, nur durch Schlüssel halt. Ja, ja, aber und die Tür, die wir aufgemacht haben, die ist jetzt auch offen schon. Genau. Kann man hier reingucken? Ja. Also genauso wie du rausgucken kannst, können die okay. Auch nach drinnen gucken. Was suchen wir hier? Medic-Sachen. Sind die Scheiben kugelsicher? Nein. Aber ich sag mal so, Scheiben sind immer ein bisschen weird. Mal trifft man ganz gut dahinter, manchmal denkt man sich so, hätten 30 Mal getroffen, der fällt immer noch nicht um. Hätte man auch die Scheiben kaputt machen können und dann hier rein? Nee, das sind so gesagt in Anführungszeichen unzerstörbare Scheiben. Also die gehen nicht kaputt. Aber man kann halt durchschießen. Bin jetzt wieder draußen, wo wir reinkamen. Hast du noch irgendwas gefunden zum Heilen? Nee, leider nicht. Sehr enttäuschend. Noch am Weg zur Tür. Und da. Dann würde ich sagen, machen wir mal Killer platt. Hab ich noch nicht gehört. Der war hier rechts gewesen, denke ich mal. Mann, das müssen wir aufpassen. Willst du ihn mal direkt facen und versuchen zu fighten? Und erstmal wieder das Scope umstellen. Haben wir überhaupt eine Chance, ihn zuerst zu sehen? Ja. Ich sehe hier gerade nichts. Der läuft auch ganz normal durch die Map, oder was? Ja, so im mittleren Bereich halt. Hier in dem, wo wir uns gerade befinden. Hier hat irgendwas gesteppt neben uns hier. Irgendwo ich meine Blickrichtung waren ja, okay, habe ich mir gedacht. Gewesen. Ja, der ist hier. Der ist direkt hinter der Mauer hier, linke Seite. Ah, ne, der ist hier, der ist hier. Oh Gott. Der ist hinten rechts in der Ecke. Rechts in der Ecke. In dem Laden hier? Ja, ja, hier. Wenn du hier rechts abaimst, hier die Ecke, wo ich stehe. Ja. Da ist er in der Ecke drin. In diesem eingezäunten. Genau. Wenn du kommst, theoretisch, wenn du zu mir kommst, kannst du ihn halt auch pre-firen um die Ecke. Also das ist Killer oder was? Weiß ich nicht, hab ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Kann man da nicht eine Nail reinwerfen einfach? Ja, kannst du. Fach G, oder? Ja, die ist genau hier rechts. Achtung, Nate kommt. Ich weiß nicht, wie weit die fliegt, hab noch nie eine Nate geworfen. Ist noch da. Der heilt sich, ja, das ist Killer. Kannst du mal eine Nade reinwerfen. Ich
Oh, die ging aus dem Fenster raus. Warte, ich habe eine Idee. So, ja, die müsste gut sein. Na, nochmal. Ging nicht gut. Echt, die war nicht gut? Ich habe aber keine mehr. Oh, der lebt noch, lebt. Ah, nee, du hast ihn. Doch, war perfekt. Das war Killer, oder was? Ja, das war Killer. Jetzt zum Killer-Kill. Geil. Viel Spaß am Looten, der hat nice Gear dabei. Das heißt, der Helm ist besser, als den du mir gegeben hast? Weil du hattest gesagt, das ist irgendwie T6 oder so? Aber da gehen aber keine Kopfhörer. Ein Kopfhörer ist für, dass ich nicht geschockt werde sozusagen, also so... Nee, dass du besser hören kannst. Steps rechts von mir. Ja, ich kümmere mich drum, das sind nur Steps. Die sehen die mich? Nein, alles gut. Kümmere mich um die. Lohnt sich irgendwas von dem? Die Weste, der Helm. Die Triton-Weste oder was? Nee, nee, die Weste, die anhat, die kugelsichere Weste. Die beste Weste. Ja, verliere ich dadurch was? Die taktische Weste ist das, ne? Body Armor. Also nicht die Triton, sondern die andere, die auf der Brust ist. Genau, aber die kann ich ja nicht anziehen. Nee, die musst du dann in den Rucksack ziehen. Okay, ja. Dann werfe ich mal unnötigen Scheiß gerade weg, ja. Genau. Waffe kannst du einen zweiten Waffenslot ziehen. Die Magazine aus dem Triton würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ich guck gerade, die Weste braucht echt viel Platz im Vergleich. Ja, ich mach schon immer. Also ich bin ein bisschen. Das muss man natürlich erstmal so ein bisschen besser einschätzen können, was ist wichtig, was ist Quatsch, das ist. Ja, das dauert eine Zeit lang. Das habe ich teilweise auch noch nicht zu 100% drin. Okay, ich hab's jetzt gleich. Ein Schiebespiel. Okay, die Killer-Weste habe ich. Seine Waffe, so hast du gesagt, ist auch geil, oder was? Die ist auch sehr nice, ja. Dann werfe ich eine AK auch weg. Die Golnik-Munition drin ist und ein bisschen gemoddet ist. Die Golnik-Munition ist halt sehr, sehr nice und auch sehr teuer. Kostet 1000 Rubel der Schuss. Mhm. Oh, da ist noch mehr in seiner Weste drin, das wird mir gar nicht angezeigt. Was hat er denn da noch? RDGs. Sind das die, du meinst? Wahrscheinlich. Das sind Granaten. Nee, Rauchgranaten. Okay, okay. Wenn ich nicht so viel Stuff. Die Batterie ist zu groß. Ich nehme erstmal die Sachen raus, die ich in Anführungsstrichen, womit ich mich noch nicht auskenne. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Die Maske wirklich nicht? Ist schon geil. Also ich habe mitnehmen schon, nur nicht anziehen. Okay, mitnehmen schon, ja, da bin ich dabei. Ist auch was wert. Dann kannst du auch eine YOLO-Runde mitspielen. Oh, da kommen wieder Scavs. Ja. Hätte ich die jetzt hier auch durchs Fenster erschießen können? Ja. Okay, gut. Hast du seine Taschen durchsucht alles? Ich hoffe. Ja, hast du, nice. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal kurz rüber. Ich lade eben Killers Waffe nach. Ja, er hat auf jeden Fall ein bisschen geschossen, fast voll. Du bist um die Rolltreppe rum, ne? Jo. Da drüben ist halt der Waffenladen, der Kieberladen. Dafür brauchst du zwei Schlüssel, um reinzukommen. Aber der wurde schon gelootet. Oh, da hat es also wer drauf abgesehen. Yes. Und dabei ist er dann wahrscheinlich danach, hat er. Vielleicht. Der Dingens gefaced hat, hatte nur so eine Billig-AK. Also zumindest lag der in seiner Leiche. Geh mal kurz rein. Kann sein, dass hier vielleicht einer drin ist. War unwahrscheinlich. Vielleicht ist hier auch gar nicht gelootet. Weil der. Ah ne, ist gelootet, nur meint. Kisten sind offen. Da kannst du mal kurz reinkommen, dann kannst du dir mal angucken. Wofür brauchst du den zweiten Schlüssel? Für das hier wahrscheinlich, ne? Ne, hier, guck. Das sind zwei Türen hier vorne. Ah, okay. Aber. Und hier liegt dann so Waffenkistenmäßig genau. Oder was? Und halt überall an den in den Schauplätzen hier liegen halt auch Sachen immer drin. Hier liegen so Waffenaufsätze noch drin. Genau, komplett gemoddete Waffen können hier auch drin spawnen. Ah, guck mal, hier ist eine Leiche. Ach,
Der wurde vom Killer getötet hier, der Spieler. Das heißt, er das hat aber den Waffenschrank wahrscheinlich durchsucht. Genau, den kannst du mal durchsuchen, vielleicht noch ein bisschen was bei. Ah, mit der Presseweste, ja, damit erwischt mich auch immer. Der hat auch wieder einen Helm, ich weiß nicht, ob der gut ist. Der Dordler. Ja, ich glaube nicht, ich klaue mir wieder Doptex. Ich bin so ein... Jo, mach das. Doptex, die ich nicht selber verdient habe, habe ich immer gern dabei. Ey, man, da muss man auch erstmal wissen, welche Waffenaufsätze sind jetzt wirklich für was gut, weil da sind so viele Sachen bei. Ja, und was hat am meisten Wert? Was hat die beste Slot per Value? Value per Slot, meine ich. Ich weiß nicht, ob das deine Steps sind, wird aber wahrscheinlich so sein. Mal leise. Ja, was war es wahrscheinlich, du? Geigerzähler oder was ist das? Das hätte ich wahrscheinlich mitnehmen sollen, aber... Dann habe ich mich doch nicht verhört, dass das Killer war mit den Schüssen vorhin. Und dann die beiden hier auseinandergenommen. Ja, sad. Also, frage mich so ein bisschen, die kennen sich ja wahrscheinlich auch aus. Hat man dann einfach Killer geforst? Also hat man sich drauf eingelassen oder was? Weil er liegt ja hier so, ja, als wenn er nicht gegen Killer kämpfen wollte. Nö, nee, aber Killer ignoriert gerne Glas und kann sehr gut dabei schießen. Frech. Oh, hier liegen ja auch noch ganz viele Waffenteile, einzelne. Da hat er extra seine zwei Schlüssel geopfert, um hier reinzukommen. Na, die nutzt man nicht ab. Oh, ach so, ja, okay, aber er muss sie. Kann er sie aus dem Gamma raus nutzen? Genau. Du hast halt so einen Schlüsselbund, kannst du dir holen. Und da passt einer den Schlüssel rein und dann kannst du einfach mal alles öffnen. Schlüsselbund kann man sich holen. Mhm. Kannst du einen Keytool holen oder kannst du auch so eine Sick Case holen. Und die packst du an den Gamma-Container oder was? Genau. Wie krieg ich die? Kannst du dir entweder in bestimmten Räumen kann man die finden, in so Marked Rooms nennen die sich. Das bauen die ab und zu mal. Kannst dir die traden bei Händlern. Mhm. Also bei Therapist gibt es einen Trade für Sachen. Das heißt, ich könnte jedes Mal die Kasse. Nee, den muss ich. In der Kasse ist ja nicht viel Geld drin, ne? In der Obi-Kasse da, wo ich den Schlüssel für hab. Das lohnt sich eigentlich nicht mehr. Okay, die, okay. Aber den hätte ich. Also ich kann die jede Runde aufmachen. Du kannst jetzt theoretisch jede Runde die Oli-Kassen aufmachen. Ja, guck mal, 5 Euro sind da schon noch zu holen. Früher war das halt so, wenn du einmal so einen Laden durchgerannt bist, dann hast du so um die 150 bis 200.000 Rubel gemacht. Nur durch die Kassen. Aber welches Level war deiner? Meiner war Level 16. Meiner war, glaube ich, Level 8 oder sowas. Der, den ich gekillt habe am Doc-Tag? Genau, genau. 6. Also da, unten links steht eine 6. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hab. Ja, dann hast du Hunger. Nichts zu essen, glaube ich. Oder? Hier, kompakte Paket nur enthält alles, was ausgewogene Ernährung braucht. Doch, ich hab so ein Militärding. Ja, dann ist das. Ich hab dir auch nochmal Milch auf die Füße geworfen. Ja, dafür muss ich erst das hier wegsnacken, weil ich keinen Platz. Hunger zu haben in dem Spiel ist das Schlimmste, was existiert, weil du halt, wie du gesehen hast, keine Ausdauerregeneration mehr hast. Ja, auf einmal wird das Bild schwarz auch. Okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, Exit. Findet man Essen und Trinken denn gut? Wenn du weißt. Weil Essen habe ich irgendwie noch gar nicht gefunden. Dann ja. Du musst halt wissen, wo du zu suchen hast. Kurz hier durchrennen. Dann liegt noch so eine Crate. Hier denke ich immer, sind Waffen drin. Potenziell können da dran Waffen spawnen, ja. Ja, sind wir nur Einzelteile für Sachen. Aber mit welcher Logik, nur mein Verständnis, hör ich mit Kopfhörern besser? Das ist sogar sehr logisch, weil ich habe solche Kopfhörer schon in Real Life benutzt. Die dämpfen laute Sounds, dass laute Sounds halt etwas leiser sind. Und
haben halt ein Mikrofon eingebaut, dass leisere Geräusche halt lauter sind. Also so Steps oder... Also dass sie so ein bisschen digital wiedergegeben werden. Genau. Okay, ja. Solche Kopfhörer werden halt zum Beispiel auch auf Skiständen benutzt. Deswegen habe ich auch schon mal welche benutzt. Dann kannst du halt ganz normal mit deinen ganzen Kollegen am Skistand reden. Dann hast du halt trotzdem halt Kopfschützer, also Ohrschützer. Ja, okay. Aber Killer's Helm so halt schon relativ leise gedämpft. Das ist schon ganz cool. Das Weirde ist halt, wenn du die auch auffasst, du hörst halt alles, was dein Körper so an Geräusch macht, was normalerweise so rausgefiltert wird. Herzschläge, halt irgendwie was isst. Und also das ist richtig, richtig weird, wenn du so deine eigenen Geräusche hörst. Boah, bei Arm sieht das ja schick aus. Ist jetzt gleich wieder Action? Könnte passieren. Haben wieder den schönen Emma-Com-Exit. Das war Doppel-O, ne? Genau. Und für Kraftwerk, weil da ein Fragezeichen neben steht, das bedeutet, ich brauche irgendwas, ne? Jein. Fragezeichen-Exit sind immer optionale Exits, die nicht immer da sind. Bei der Powerstation steht manchmal ein Auto, wo du 3000 Ruhe bezahlen kannst und dann geht ein Timer von einer Minute runter und dann extracted der erst. Hier ist ein Hidden Stash, oder? Genau, hier sind sogar zwei. Also da ist eine und links in den Büschen ist auch nochmal eine, kann ich noch zeigen. Zahnpasta, geil. Ja, Full Metal Jacket Munition, okay. Und hier drüben ist noch eine Stash. Im Busch? Ja. Sehe ich den nicht? Das ist schon drauf, du stehst direkt drauf. Ah ja, achso, das ist so eine Platte wieder. Ja. Genau. Ich hab ja gerade einen Skeff. Ja, Skeff schreit. Ja, alles gut. Ich hab dich, der ist an der, oben. An der Rampe, ne, wieder? Ja, der ist oben auf der Rampe. Da oben rechts, bitte. Kannst du mal den killen. Bin. Ja, ist tot. Nice. Links vom Bus ist einer. Läuft gerade auf den Bus zu. Ich sehe ihn noch nicht, glaube ich, weil ich im Scope bin. Ah, ne, der ist Richtung Rampe läuft, ne? Ja, ich sehe ihn. Jetzt bin ich in den Scope gegangen, jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Ist er auf der Rampe schon? Ne, ne, der ist rechts davon. Läuft jetzt wieder Richtung Rampe? Ich sehe ihn halt. Ja, ich, wenn ich rein Scope, sehe ich ihn nicht. Parkplatz. Jetzt hinten auf dem Parkplatz hinter der Rampe. Ah ja, okay. Mit dem Scope tue ich mir noch sehr schwer. Da sind wir aber gut hier rausgekommen, also an der Stelle rausgekommen, wo wir auch hin wollten. Wie viele Meter bist du schon weitergerannt? Ah ja, ich sehe dich. Bin jetzt am Baum. Ich hab wieder rumgeschrien. Und Bescheid, siehst du noch einen? Ich bin gerade nicht. Extracted man da schon, wo du bist? Nee, nee. Ich warte auf dich. Bin da. Oh, man darf sich nicht hinlegen. Das ah doch, ich lag nur. Bin genau. Hab mich rausgelegt.